Da sage ich vielleicht jetzt auch noch was dazu, Uwe, weil Ja, bitte. so viele haben jetzt schon jahrelang gewartet. Also meine Community weiß ja, dass ich Infrarot auch schon lange verwende. Und so viele haben gefragt, was ist es jetzt, was verwendest du? Und es war mir halt auch wichtig, dass ich echt nochmal alles durchteste, was es gibt am Markt. Die Biomed, die kenne ich schon von Anfang an. Und ich kann euch echt nur sagen, es ist die Biomed, das ist echt die beste Qualität. Und natürlich, ja, wenn da jetzt jemand neu herkommt mit viel Bling Bling, ich bin da auch jemand, der wirklich schaut, okay, was steckt dahinter? Und ich kenne ja das Ganze auch mit aus China bestellen und so weiter. Deshalb bin ich da auch, habe ich sofort gecheckt. Und für 100, $165 kann man sich das Gleiche bestellen, was da für 2500 Euro oder so verkauft wird. Und da sage ich, okay, puf, ja, und noch dazu, also mir ist es ja so wichtig, dass es getestet ist. Wir arbeiten da ja mit Frequenzen, wir arbeiten ja mit unserer Gesundheit. Da kann ja nicht irgendwas made in China, wo wir nicht wissen, was steckt dahinter, nehmen. Also kann jeder auch für sich entscheiden. Ich glaube, also ich wollte echt einmal auch ein bisschen ja, Licht ins Dunkle bringen und die wahre Qualität, die es ja auch gibt, wieder in den Raum bringen. Und dann ist es echt ein Geschenk, weil dann können wir jahrelang drauf bauen. Ich habe von vielen auch gehört, die haben sich dann halt eine günstigere Matte gekauft oder es gibt ja auch auf Amazon günstige Sachen. Aber ich sage, billig ist teuer, weil wir im Endeffekt dann ja auch mit unserer Gesundheit dafür bezahlen. Und wenn da eben ja, allein schon der Unterschied zwischen Wechselstrom und Gleichstrom, puh, ja, unglaublich. Und ja, dass ihr da schaut, wenn ihr euch eine Infrarotmatte zulegt, dass es echt top, top, top Quality ist. Und dann eben eine Investition fürs Leben. Also, ja, mein Deine ist jetzt auch 15 Jahre alt und das, ich meine, das hat man, das ist jetzt für das Leben Rennt eigentlich. wie ein VW. Ja. Super. Ja. Schön. Ja, also ich würde auch sagen, einfach mal ausprobieren. Es ist so ein Geschenk. Ich könnte nicht mehr ohne Infrarotmatte. Das sage ich echt dazu. Also selbst wir haben in Südfrankreich gelebt. Das war richtig warm auch generell. Aber das war wirklich ein Teil meines Lifestyles. Und eben jetzt auch, ja, mit all dem, was wir auch wissen, im High-Vibe-Food-Buch steht es ja auch drinnen. EZ-Wasser wird gefördert. Wir haben mehr Energie. Wir entgiften so stark. Und ja, allein schon das, dass wir uns hinlegen, Pausen machen oder drauf schlafen, was auch immer es ist, das ist so eine Zunahme von Lebensqualität. Unglaublich. Ja. Ja, es sind ein paar einfache Sachen. Also ich kann nur sagen, auch vom Biomat Shop, ich wollte auch nicht, dass das da ausufert und alles angeboten wird. Nochmal neues dies und nochmal neues das. Aber die Sachen, die dort angeboten sind, das sind alles Sachen, die ich selber in Betrieb habe, wenn man so sagen will, oder selber verwende, benutze, empfehle. Ich selber das erlebe, und zwar seit vielen, vielen Jahren, und ich auch natürlich das Wissen habe über all die Dinge, und ich das auch sehe an den Testungen. Ja, ich mache ja auch viel mit Haaranalysen, mache auch viel mit dem Chroma-Test. Das ist ein Test, der auch nochmal auf den Darm ausgeht, diese ganzen Leitkeimflora alles aufzeigt, was da dahinter ist und so weiter. Und alle, die haben als Aussage, ja, wenn ich das nachteste, mit all den Dingen ist diese Verbesserung da. Also das ist nicht einfach nur eine Idee, sondern das hat Hand und Fuß und fußt, wie gesagt, auf meiner Erfahrung auch, an meinen Möglichkeiten, wie ich die Menschen auch austeste, wenn sie dann zu mir kommen. Es gibt ja auch viele, die machen das einfach so, die kennen mich gar nicht oder kommen gar nicht zu mir, aber die schreiben mir manchmal und sagen, das war ein Schlüsselerlebnis für mich, seit ich die Matte habe, seit ich Darm-Detox gemacht habe, seit ich diese Elektrosmog-Sachen verwende, ist hier alles ganz anders. Das Haus, die Wohnung ist ruhig und so weiter. Also das sind alles so Aussagen, und die bestätigen mir immer wieder, hier mache ich schon auch einen guten Job. Ja, den machst du. Vielen Dank. Ja, wirklich. Lieber Uwe, was möchtest du unseren Zuschauern zu Hause abschließend noch mitgeben? Also, wir haben jetzt über so viele wertvolle Dinge gesprochen. Was wären Tipps oder was ist eine Herzensbotschaft? Oder gibt es noch was, was du unbedingt ansprechen möchtest? Also einmal, was ich immer
was mir ganz am Herzen ist, dass man, wenn man Beschwerden hat, aber auch wenn man sich einfach nur sagt, mir geht's gut und ich will auch, dass es so bleibt, sich einfach darum wirklich zu kümmern und nicht aufzugeben und sich nicht irgendwo in die Irre leiten zu lassen, sondern dahin zu gehen, wo man sagt, hier kriege ich wirkliche Antworten. Steht jemand mit Erfahrung, ob ich das bin. Es gibt viele, viele andere. Ich bin so vernetzt mit so vielen guten Leuten, mit Zahnärzten, mit allen möglichen, die wirklich so viel Ahnung von der Materie haben. Und sich dorthin hinzuwenden und sich irgendwie dadurch den Weg zu finden, dahin, weil ein Slogan von uns, den wir auch im Biomat-Shop haben, ist ja, weil Gesundheit deine wahre Natur ist. Und dafür stehe ich mit all meinem Wissen und Herzen und Erfahrung und mit meinem Lebenswandel. Das ist so, das ist unsere wahre Natur. Und auf diesen Weg sich zu begeben, ist so ergiebig und so freudvoll. Und auch wenn es im Moment möglicherweise nicht so gut geht, aber es ist ein Weg draus. Und wenn ich dazu beitragen kann, sehr, sehr gerne. Und wenn du dazu beiträgst, wunderbar. Und wer immer sich da anschließt an unsere Sippe sozusagen, die damit helfen, da ist ein Herzenswunsch und da ist so eine Erfüllung für mich drin, weil ich bin jetzt inzwischen 70, ja, und ich will das rausgeben. Das ist mein Herzenswunsch, dass ich das, was ich ja selber erfahren habe und wie ich mich auch aus meinen, ich hatte ja auch meine Baustellen, ja, wie ich da rausgekommen bin, wenn ich das vermitteln kann, dass jemand anders das auch macht. Und wenn es nur 10 Leute sind, da ist schon bei mir Halleluja. Also Herzenswunsch und bitte bleibt dran. Bitte gebt nicht auf, bitte haltet euch gesund, kümmert euch darum und dafür muss man halt auch mal Geld hinlegen und den Fokus in eine andere Richtung geben und vielleicht ein bisschen weniger ausgeben für irgendwas, was nicht notwendig ist und dafür für die Gesundheit. Die Gesundheit ist, kann ich auch sagen, in meinem Alter das Wichtigste überhaupt. Also man hört das immer so, aber das ist meine Erfahrung. Ja, ich kann das wirklich unterschreiben, Du nach all schaust den 20 Jahre Jahren. jünger aus. Auch wieder. Ja, Wow. Ja. ja. Meine Kinder halten mich jung. So schön. Ja, und Vier auch. Hühner, zwei Kaninchen, Zwillinge und eine sehr liebe Frau. Wir ziehen alle an einem Strang. Also das ist, wie ich leben darf und ich hoffe noch sehr, sehr lange. Wow, so wunderschön. Und ich glaube, auch wenn wir gesund sind, gell, es gibt so noch andere Levels an Lebenserfahrung, an Vitalität, an Bewusstsein. Und das Schöne ist, wenn ich dauernd, also, und auch klar, ihr habt sie nämlich auch die Lotusblume als Logo, das habe ich so wunderschön gefunden, dass wir auch den Schlamm hernehmen als, ja, als Humus für unser Wachstum. Und ohne Schlamm gibt es keine Lotusblume. Und also ich bin auch der lebende Beweis, dass es möglich ist, dass wir aus allem rauskommen, gesundheitlich, emotional und so weiter. Und dass, wenn wir da eine gesunde Basis etablieren, dann geht es ja erst richtig los. Und was ist da noch alles möglich an Lebensqualität, an Bewusstsein, an Wirken? Und ja, so schön. Es treibt auch mich an, wenn ich sage, durch das Teilen, wenn sich nur ein Menschenleben positiv dadurch verändert oder berührt wird, dann ist schon alles getan. Also so schön. Schön zu hören, Angelika. Ja, wünsche ich dir auch weiterhin und wünsche allen, die jetzt hier zuhören, zugehört haben oder noch zuhören werden. Und wünsche ich mir selber natürlich. Also wunderbar. Vielen Dank für die Wow. Einladung nochmal. Uwe, vielen lieben Dank für dein Sein und dein Wirken und ja, strahl dein Licht weiter in die Welt. Du bist so ein Geschenk. Danke, danke, danke für alles. Ich danke auch. Super. Danke, meine Lieben, fürs mit dabei sein. Alles Liebe und bis ganz bald. Ciao.